Hallo ihr Lieben! Ich zeige euch heute, wie man ganz einfach seine Augenbrauen selber färbt. Die Augenbrauenfarbe, die gibt es glaube ich auch schon bei Butni oder bei Rossmann. Ich habe die jetzt aus dem Friseurbedarf. Die kostet auch nicht viel, ich glaube so 4-5 Euro. Das ist die Farbe. Und dazu braucht ihr den Oxidanten. Auch von derselben Firma. Ich habe das von Refacto Kill oder wie auch immer das heißt. Ich habe das bei Hagel gekauft. Ganz einfach. Und das ist eigentlich das, was ihr braucht, um Augenbrauen zu färben. Dann habe ich noch eine kleine Schale. Die gibt es auch da zu kaufen. Man kann aber auch einen Eierbecher nehmen, den man nicht mehr braucht. Hauptsache man hat ein kleines Gefäß, wo man das dann beides zusammen reinmischen kann. Dann könnte man sich das mit einem Pinsel auftragen. Ich trage mir das aber immer ganz einfach mit Q-Tips auf. Und zum Schluss braucht man nachher Watte, die man nass macht, damit man die Farbe wieder von den Augenbrauen abbekommt. Ihr müsst auch eigentlich überhaupt gar nichts beachten, wie ihr das mischt. Und zwar macht ihr einfach einen kleinen Klecks rein. So, die Farbe. Ist auch wirklich einfach. Und dann nehmt ihr einfach ein bisschen von dem Oxidanten. Dann nehmt ihr euch einen Q-Tip. Und mischt euch das so zusammen. Und wenn ihr, während ihr das mischt, merkt ihr ja, ob ihr noch mehr Oxidant reinmachen müsst oder nicht. Es muss einfach eine cremige Konsistenz sein. Richtig schön verrühren, dass überall alles, also die beiden Sachen zusammen vermischt sind, der Oxidant und die Farbe. Und dann seht ihr, ist es richtig schön cremig und so ist das gut. Dann streiche ich mir den Q-Tip ab, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. So, ein bisschen Papier hier hin. Dann nehme ich die Farbe auf einen Q-Tip. Und ich habe ja jetzt auch meine Augenbrauen mir nachstechen lassen. Also ich habe Mikroblinding drauf. Kann ich ja trotzdem färben, weil meine Härchen sind heller als die Farbe, die ich auf der Haut habe. Wichtig ist eigentlich dabei, dass ihr auch genau guckt, ihr in einem guten Licht steht, dass ihr seht, ob ihr irgendwo kleine blonde Haare habt. Wenn ihr die blonden Haare mit einfärbt, habt ihr natürlich auch gleich ein bisschen vollere und dickere Augenbrauen. Wichtig ist nur, vielleicht beim ersten Mal nicht zu lange einwirken lassen. Guckt erstmal, wie das bei euch wird und wie ihr darauf reagiert, ob es bei euch schnell zieht und eure Augenbrauen schnell dunkel werden oder ob ihr es länger drauf lassen könnt, 5 Minuten oder so, und dann habt ihr eure Farbe erreicht. Achso, noch zur Farbe. Ich habe einen ganz normalen Ton. Ich habe ganz normal Naturbraun. Für Blondinen, die helle Haare haben, würde ich vielleicht eher hellbraun empfehlen oder auch, wenn man ins Aschigare gehen will, Graphit. Aber man kann die auch alle untereinander mischen. Zum Beispiel in Braun kann man auch Graphit reinmachen und dann wirkt es noch natürlicher, weil die Haarfarbe von einem natürlicher auch aschiger ist. So, genug gesabbelt. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe jetzt meinen Q-Tip mit der Farbe drauf und dann gehe ich einfach nur nach meiner Form mit dieser cremigen Masse drüber und streiche mir die Augenbrauen komplett ein. Schmier auch ein bisschen daneben, was nicht schlimm ist. Das zeige ich euch gleich, das mache ich gleich weg. So. Wichtig ist nur, dass ihr dann auch zügig die andere mitmacht, damit ihr die dann auch gleichmäßig abmachen könnt. Ansonsten müsst ihr euch merken, wann ihr die erste drauf gemacht habt und wie viel der Unterschied ist. Wenn ihr jetzt zu lange braucht für die zweite, ist auch nicht schlimm. Nur dann müsst ihr die zweite halt ein bisschen länger drauf lassen. So, dann nehmt ihr alles, was ihr so seht. Gerne noch ein bisschen genauer gucken, ob ihr alles habt. Ich schmier gerne immer ein bisschen drüber. Jetzt ist es natürlich sehr doll eingepinselt, aber das machen wir auch gleich weg. So, dann nehmt ihr nämlich einfach einen neuen Q-Tip und dann wisst ihr ja ungefähr, wie eure Form ist. Streicht dann auf der Haut ganz eng drüber und dann schmiert ihr das einfach weg, was drüber steht. So, und dann habt ihr schon fast wieder eure Form. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen drüber ist, weil man die blonden Haare dann halt mit einfärbt und die Augenbrauen einfach immer ein bisschen voller wirken. Und deswegen schmiere ich da immer so ein bisschen drüber. Aber man muss halt rechtzeitig drumherum abwischen, weil sonst färbt man die Haut damit ein und dann hat man totale Balken, das sieht nicht so schön aus. So, jetzt seht ihr, habe ich einmal beide eingefärbt, ein bisschen drüber
als meine Form ist. Ein bisschen dicker habe ich es gemacht. Aber das ist gar nicht schlimm. Und jetzt lässt man es wirken. Dann kann man noch ein paar Stellen nacharbeiten, wo man sagt, man findet das noch nicht so gut. Oder wo noch ein bisschen mehr Farbe hin könnte. Und dann ist einfach abwarten angesagt. So, ich bin fertig. Wie ihr seht, ist es auch dunkler geworden. Ich habe es jetzt so 4 Minuten drauf gelassen. Jetzt macht ihr euch die Wattepads unter Wasser nass. Und dann könnt ihr es auch schon abmachen. Was nur ganz wichtig ist, wenn ihr die Augenbrauenfarbe benutzt, ihr es irgendwie im Waschbecken benutzt oder so und auch auf euren Gelnägeln, wenn die frisch sind, passt mit der Farbe auf, die, wenn die einmal irgendwo drauf ist, habt ihr gleich Flecken. Also, wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie einen Fleck vom Augenbrauenfärben auf den Nägeln, im Waschbecken, sonst irgendwo richtig schnell wegmachen, weil sonst bleibt dieser Fleck. Ja. Und wenn ihr buschige Augenbrauen habt, also sehr dicke, volle Augenbrauen, dann müsst ihr mit der Farbe richtig schön auch von beiden Seiten versuchen reinzugehen, damit jedes Haar auch umlegt mit der Farbe ist. Weil sonst kann es sein, dass ihr an einigen Stellen heller seid oder nicht, wenn ihr sehr volle Augenbrauen habt, was ich nicht habe. Also von daher ist es bei mir nicht so wichtig. So, dann sind, jetzt sind sie dunkler, jetzt mache ich sie ab, fange mit der Augenbraue an, die ich auch als erstes eingefärbt habe. Ist eigentlich ganz einfach. So. Und dann wischt ihr nochmal von der anderen Seite. Und dann einfach einmal hin und her reiben. So, und fertig ist die erste. Die erste Augenbraue. Und jetzt kann ich auch schon die zweite abmachen. Da seht ihr auch eigentlich immer im Wattepad, dass keine Farbe mehr da ist und also habt ihr alles erwischt. Fertig sind die Augenbrauen.